Findet ihr es nicht auch sehr nervig, dass hier immer die Bildschirme aufploppen, wenn man sich in seinem Schiff umschauen will oder die Gegend erkunden will? Sehr lästige Geschichte, etwas, was mich massiv nervt. Tja, bis ich das Ganze mal mit Fly Phoenix 80 besprochen habe und er dann zu mir sagte, schalt's doch einfach aus. Aha, wusste ich gar nicht, dass es geht. Aber ich zeige es euch, wie das Ganze funktioniert. Und ich zeige euch noch eine zweite Variante, wie ihr hier herumschauen könnt. Da kann ich auch was umstellen. Also, ihr geht mit der Menütaste in das Hauptmenü. Dort auf Optionen. Und hier jetzt, Achtung, gehen wir auf Steuerung. Nicht vielleicht auf Grafik, wie man meinen würde. Nö, auf Steuerung. Und hier drinnen hüpfen wir runter bis zum Kopfbewegungsmodus. Das machen wir auf. Dann habt ihr hier unten die Punkte Blickrichtung Zielmenü. Und da geht es jetzt darum, was soll passieren, wenn man in diese Richtung schaut. Schaltet ihr mal auf keine Funktion. Blickrichtung Kommunikationsmenü, ebenfalls keine Funktion. Blickrichtung Funktionsmenü, keine Funktion. Und Blickrichtung Systemmenü, keine Funktion. Das schaltet ihr mal alles so ein, beziehungsweise schaltet ihr es aus, dann auf Anwenden, dann hüpfen wir zurück ins Spiel und gehen wieder in die freie Sicht und jetzt achtet darauf, was passiert. Aber ich kann jetzt mein Cockpit hier in Ruhe erkunden, ohne dass immer irgendwas aufploppt. Die Menüs sind natürlich nicht weg, wenn ihr ganz normal mit X und links, X und Steuerkreuz rechts, unten oben, wenn ihr das verwendet, seid ihr natürlich genauso in den Menüs. Nur bei der freien Sicht ist es jetzt eben nicht mehr. So, und jetzt ist es hier so mit der freien Sicht, wie ich jetzt hier herumsteuere. Seht ihr, das ist eine schöne gleichmäßige Bewegung, aber durch ja, von der Geschwindigkeit her nicht großartig beeinflussbar. Da gibt es auch noch eine Option, die ich ganz nett finde. Man muss sich vielleicht ein bisschen daran gewöhnen, aber das ist auch ganz super. Da ebenfalls hier bei der Steuerung und auch beim Kopfbewegungsmodus. Und zwar stellt ihr hier um Kopfbewegung, Achsmodus direkt. Das heißt, euer Pilot blickt jetzt immer in die Richtung, wo der Stick hinzeigt. Also ich schalte jetzt auf die freie Sicht. Und wenn ich jetzt meinen Stick bewege, dann bewegt er sich immer nur so weit bis dorthin, wo mein Stick eben hinschaut. Ja? Also ich kann wirklich ganz schnell, zack, zack, hin und her schauen. Und einfach gleich direkt in die Richtung, ohne dass ich da jetzt das Ganze langsam geht, sondern es geht jetzt ratzfatz schnell. Man muss sich daran gewöhnen, was einem besser gefällt. Ich muss sagen, ich kann mich mit dieser Variante sehr gut anfreunden. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden natürlich. So, das waren wieder zwei kleine Tipps für die alten Hasen von euch oder vielleicht auch für die neuen oder eigentlich umgekehrt für die neuen oder vielleicht auch für die alten. Man weiß es nicht genau. Für mich war es was Neues und danke an den Fly Phoenix 80 für diesen Hinweis. Wenn ihr übrigens Sachen habt, wo ihr sagt, hey Victor, mach mal ein Tutorial dazu, ich bin mir sicher, das wissen einige nicht, bitte schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mich einfach direkt an. So, danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch immer einen guten Flug hier bei Elite Dangerous, bis zum nächsten Mal, pfiat euch, tschüss, ciao, euer Bitwalker.